In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 4.3 des CAD Workshops. Wir beschäftigen uns wieder mit Baugruppen. Die zugehörigen Unterlagen sind wie immer in der Videobeschreibung unten verlinkt. In dieser Aufgabe sollen wir ein Tanksystem zusammenbauen und einige der Teile dort müssen wir auch wieder konstruieren. Und damit werde ich auch anfangen, und zwar mit dem größten Teil, das ist ein Tank. Dazu machen wir wieder ein neues Teil. Und eine Skizze. Der Tank ist relativ schnell gezeichnet. Einmal das Seitenprofil, das wir dann gleich linear austragen können. Verrundung werde ich später mit einem separaten Feature hinzufügen. Okay. Der Tank hat eine Länge von 320 mm. Dann kommt als nächstes dieser kleine Aufsatz dort oben drauf, wo später der Schlauch angeschlossen wird. Dafür lege ich einmal eine Skizze hier oben auf diese Seite. Der soll 50 mm lang sein. Okay. Als nächstes kommen die Verrundungen. Und da ja eigentlich so ziemlich fast alles an dem Tank verrundet werden soll, markiere ich hier einmal alles. Eine Sache soll nicht verrundet werden, das ist hier das obere Ende dieses Aufsatzes. Da klicke ich einmal drauf, dann ist das wieder draußen. Verrundungen sollen einen Radius von 5 mm haben. So. Und jetzt werde ich das Wandungsfeature benutzen. Das hatten wir vorher noch nicht. Das ist hier oben zu finden. Und das funktioniert so. Wir stellen hier eine Wandstärke ein. In diesem Fall 2 mm. Und dann wählen wir an unserem Körper hier alle Flächen aus, die später offen bleiben sollen. Und das ist in diesem Fall jetzt eigentlich nur dieses Ende hier oben. Und wenn wir das dann, können uns auch hier eine Vorschau anzeigen lassen. So lässt sich schon ungefähr erahnen, wie das aussehen wird. Und wenn wir das dann bestätigen, haben wir uns hier sehr schnell und einfach einen Hohlkörper erzeugt. Dann können wir einmal reingucken mit der Schnittansicht. So. Genau, so soll das aussehen. Dann haben wir nur noch eine Kleinigkeit für diesen Tank und das ist diese kleine Bohrung auf der Seite hier. Man kann jetzt als Endbedingung auch das bei blind lassen. Am präzisesten ist aber, wenn wir hier die Endbedingung bis nächste wählen. Dann schneiden wir genau durch die Wand und nicht weiter. Okay, das speichern wir einmal ab. Und dann stellen wir noch eben das Material ein. Das ist in diesem Fall hochdichtes Polyethylen. Das finden wir hier unter den Kunststoffen. Okay.
Dann können wir noch kurz die Masse überprüfen. Die liegt bei 429,34 Gramm. Und das entspricht genau dem, was auch in der technischen Zeichnung steht. Okay, Tank ist fertig. Nächstes Bauteil. Das ist dieses Schlauchstück. Und ich werde hier die aus Übung 3 bekannte Austragung entlang einer Bahn benutzen. Das war ganz grob. So, jetzt werde ich hier mal etwas benutzen, was ich vorher noch nicht hatte. Das sind Skizzenverrundungen. Damit können wir direkt diese Bahnskizze mit den benötigten Verrundungen versehen. Und das funktioniert hier oben über dieses kleine Werkzeug. Man klickt dann nacheinander die Teile an, die man verrunden möchte. Und wir brauchen einen 50 mm Radius. Nun sieht man schon in der Vorschau hier. Das Schöne ist jetzt, dass diese Skizzenverrundung direkt die Linie entsprechend kürzt, aber das Maß, was ich vorher gesetzt habe, bestehen bleibt. Das heißt, das ist alles schon so jetzt wie in der technischen Zeichnung auch festgelegt. Das kann ich dann für einen ausgetragenen Aufsatz benutzen. Wir benutzen ein kreisförmiges Profil, so wie auch in der Vergangenheit. Unsere Bahnskizze ist diese hier. Und wir haben einen Durchmesser von 48 mm außen. Ich könnte jetzt natürlich wieder hergehen und das dünne Feature benutzen und damit den Schlauch erzeugen, damit er hohl von innen ist. Jetzt nur zu Demonstrationszwecken möchte ich hier stattdessen einmal das Wandungsfeature auch benutzen, um aus diesem Schlauch einen Hohlkörper zu machen. Jetzt gerade ist es ja ein Vollmaterial. Wir nutzen das Wandungsfeature. Jetzt soll natürlich hier oben und dort unten diese beiden Enden offen bleiben. Also klicke ich diese beiden Flächen einmal an. Und dann eine Wandstärke von 1,5 mm. Und dann können wir das bestätigen. Dann haben wir hier unser Rohr. Ist genau dasselbe Ergebnis, wie wenn man ein dünnes Feature bei der Austragung benutzt hätte. Würde ich normalerweise auch so machen. Also das ist nur zur Demonstration hier. Führt aber zu selben Ergebnis. Wir stellen ein Material ein. In dem Fall ist das PTFE. Das Ganze einmal ab. Und dann können wir die Masse noch mal kurz prüfen. 239,71 Gramm, das stimmt genau. Nächstes Teil und letztes Teil. Das ist dieser Stutzen. Diesmal ein Alu-Drehteil. Und deshalb benutze ich eine rotierte Austragung. Und wir fangen wie immer an bei so etwas mit einer Rotationslinie oder Rotationsachse. Die soll mir genau hier im Ursprung liegen. Und dann zeichne ich das Rotationsprofil. So, Maße dran.
Und diese beiden Linien sollen hier kolinear sein. Dann passt das. Rotiert austragen. Genauso. Und dann kommen noch ein paar Verrundungen und Phasen. Einmal diese große Verrundung dort innen. 10 mm genau. Dann haben wir hier. Eine 1 mm Verrundung. Und dann kommen noch zwei Phasen, die beide 0,5 mal 45 Grad aufweisen. Die kommen dahin. Das Material dieses Stutzens ist eine Aluminiumlegierung 7075. Und zwar in dieser Variante hier. Einmal kurz abspeichern. So, alle drei Teile fertig. Dann bauen wir das Ganze zusammen. Also eine Baugruppe. Wir können direkt mit dem Tank anfangen. Ich richte den einmal kurz am Koordinatensystem aus. Das muss man nicht machen. Ich hab's aber lieber so. Okay, dann sitzt er schön genau am selben Ursprung wie auch ja, die Baugruppe. Wir speichern das Ganze schon mal eben ab. Dann kommt der Schlauch. Der hat hier laut Zeichnung 7 mm Abstand zu dieser Oberfläche des Tanks. Das können wir hier mit der Abstandsverknüpfung machen. Dann ist dieser Schlauch so ausgerichtet, dass er in diese Richtung zeigt hier. Wie stellen wir das jetzt mit einer Verknüpfung ein? Wir können da eine der Ebenen dieses Schlauchs benutzen. Diese hier zum Beispiel. Die können wir parallel zu dieser Ebene der Baugruppe setzen. So, dann ist der Schlauch genau an der Stelle hier ausgerichtet. Dann kommt der Stutzen oben drauf. Da können wir auch die Rotation direkt sperren. Wir haben ja auch wieder einen Abstand. Ah, nehmen wir vielleicht lieber die Fläche hier so. Von 7 mm. Okay. Jetzt fehlen noch zwei Kleinigkeiten. Das sind diese Schlauchklemmen. Und das sind genau die, die wir in der vorherigen Übung konstruiert haben. Die habe ich jetzt gerade nicht geöffnet. Da muss ich einmal kurz nachschauen, wo ich die habe. Hier, Schlauchklemme vom letzten Mal. Und das ist die Baugruppe. Und ich kann in Baugruppen auch wieder Baugruppen genauso einfügen. Das heißt, ich kann jetzt genau diese Schlauchklemme hier mir schnappen. Und sobald sie geladen ist, hier einfügen. Das ist jetzt hier eine Baugruppe mit den ganzen Unterteilen drin. Aber wir können das als ein Objekt hier praktisch verschieben. Eine Schlauchklemme soll hier oben dran. Und
die soll einen 5 mm Abstand zum oberen Ende des Schlauchs haben. Und dann soll sie ja ungefähr so, wie sie jetzt schon ist, ausgerichtet sein. Sie soll nach hinten zeigen. Oder nach rechts jetzt in dieser Ansicht. Deswegen nutzen wir nochmal einmal die Ebenen. Ja, die Ebene hier passt in der Baugruppe. Die setzen wir parallel zu dieser Ebene. Und deckungsgleich macht hier wenig Sinn. Parallel. Deckungsgleich hätte wahrscheinlich zu einem Fehler geführt, wenn ich es angewendet hätte. Weil wir noch andere Baugruppen haben, die dem widersprechen. Wenn wir neu aufbauen, jetzt scheint hier einmal ein bisschen, genau, dann sind die undefinierten Zeichen wieder weg. Dann brauchen wir noch eine Schlauchklemme fürs untere Ende. Die ziehe ich mir aus dem Feature Manager. Wenn ich Steuerung gedrückt halte und dann die Schlauchklemme hier rausziehe, kann ich mir eine Kopie erstellen. Jetzt habe ich eine zweite Schlauchklemme. Diese Schlauchklemme müssen wir noch einmal ausrichten. Und zwar machen wir das wieder mit dieser Ebene und dieser Ebene, die wir parallel einstellen. Oh, das war die falsche. Diese hier. Okay, SolidWorks braucht da gelegentlich schon mal dann einen Klick auf den Neuaufbau-Button hier. Dann ist das alles auch aktualisiert. Damit sind wir mit dieser Aufgabe auch schon fertig. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal.